Jo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich befinde mich gerade im Auto. Es ist noch relativ früh, ist voll am Regnen. Fabio und ich fahren jetzt gerade in die neue Wohnung, allerdings in zwei Autos. Und wir sind gerade losgefahren, jetzt ruft er mich an, weil wir haben schon mal so ein paar Küchensachen mitgenommen, so den Thermomix, Toaster, Mikrowelle und so, ne? Und halt einen Teil davon in Fabios Auto. Ruft er gerade so an, ich habe die Sachen vor meinem Auto stehen lassen. Die standen vor seiner Autotür und er ist losgefahren, ohne die Sachen einzupacken. Wie ist sowas möglich? Ich hab gesagt, ja, dann drehst du jetzt um und holst die Sachen. Du kannst sie doch dann nicht vor der Tür stehen lassen. Ja, okay. Ja. Naja, jetzt fahren wir in die Wohnung, nehmen ein paar Sachen mit hoch. Den Rest, also meine Klamotten und so, werde ich später machen, weil wir heute gerne das erste Mal in der neuen Wohnung schlafen würden. Ja, und dann fahren wir zu IKEA und kaufen schon mal ein paar Dinge. Und morgen wollen wir dann das Ankleidezimmer machen. Da ist ja noch gar nichts drin. Ja. Das ist der Plan. Eigentlich muss ich unbedingt ein Video drehen, weil ich da einen Abgabetermin habe. Übermorgen. Aber ich habe die Materialien noch nicht, weil seit Mittwoch oder seit Dienstag bekomme ich Mails von der Post, dass mein Paket erneut zugestellt wird. Ja, dementsprechend ist es noch nicht da, also mal gucken, vielleicht kann ich das morgen drehen, wenn die Sachen bis dahin ankommen oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ich sehe ultimativ scheiße aus, aber das ist egal momentan. Ja, und jetzt geht es erstmal, wie gesagt, zur neuen Wohnung. Ein bisschen messen und so. Und dann zu IKEA. Boah, ich bin irgendwie richtig kaputt. Ich auch nicht. Mein Körper läuft irgendwie so auf Sparflamme oder so. Herzlich willkommen. Hallo. Was ist das allererste, was wir machen? Essen. Ah, schön. Ich liebe dies. Ja. Essen, essen, essen. Und dann kaufen, kaufen, kaufen. Und dann, hallo. Okay. Hallo. Strandmon. Das sieht voll geil aus. Das neue Pokémon. Das sieht gut aus. Aber das passt zu nichts. Ja, mein Gelb. Ja, wir brauchen doch nicht zwei so herbe Farben, oder? Ich dachte, wir setzen uns irgendwann zusammen in zwei Sätze vom Fernseher anzucken. Ja, aber nicht Gelb und Türkis. Ah, die haben ja dafür mal extra abgenommen. Ja. Erst mal essen. Yum, yum. Hey, sieht alles irgendwie ganz anders aus, als wo wir das letzte Mal hier waren. Oder? Nee, aber generell auch umgestellt. Geil, ich wusste gar nicht, dass IKEA Frühstück hat. Läuft. Haben wir alles? Okay. Ein Kilo. Ein Kilo Sachen. Ja, gut. Eine Tonne vielmehr, nicht ein Kilo. Na dann. Stellen wir uns mal an. Ja, scheiße. Hallo! Ich befinde mich gerade in der neuen Wohnung. Wir sind jetzt wieder da von IKEA. Fabio ist jetzt gerade zur Arbeit gefahren und wir haben einiges gekauft. So ein bisschen Regale und fürs Ankleidezimmer und so. Und ich muss jetzt aber erstmal wieder ins alte Zuhause, weil ich meinen Vlog schneiden muss und da mein Laptop und mein Internet ist. Also ich kann ihn zwar hier schneiden, aber nicht hochladen. Deswegen muss ich in die andere Wohnung. Dann muss ich noch ein Paket abholen bei irgendeinem Kiosk. Muss noch zur Post. Muss noch zu einem Glasladen, weil ich habe was für Fabio bestellt. Das kann ich euch gleich mal kurz zeigen. Wir haben ja hier diese eingebauten Regale. Diese drei Stück, wo gerade Spiele drauf liegen. Und Fabio hat immer gern so eine Ecke, wo er so Gläser und Flaschen, sowas hier, was er sich so als Andenken holt oder so, gerne ausstellt. Und da habe ich ihm halt Glasplatten für bestellt, damit man das schön auf diese Holzplatten stellen kann. Weil wenn man da irgendwie so Flaschen draufstellt, dann hinterher sind die dann nass und das ist nicht schön auf Holz. Deswegen habe ich ihm Glasplatten bestellt, die werde ich gleich abholen. Ich muss eigentlich noch zur Sparkasse. Ich muss mal gucken. Die haben ja auch mal so, so komische Uhrzeiten. Öffnungszeiten. Ja, wie auch immer. Und dann, wenn ich das alles erledigt habe, komme ich wieder in die Wohnung und versuche schon mal meine Klamotten mitzunehmen. Also Kleidung. Genau.
Und vielleicht meine Küche ein bisschen. Ja, mal gucken. Also das, was ich alles brauche quasi, um hier zu leben, will ich mitnehmen. So der Rest, so Bücher und so ein Scheiß, das muss ich nicht heute mitnehmen. Ich glaube, ich werde nicht heute Abend hier sitzen und so, ich wollte gerne ein Buch lesen. Ich glaube, das ist nicht der Fall, aber alles, was ich halt so wirklich brauche, will ich heute mitnehmen, weil wir ja heute hier schlafen wollen. Genau. Und ich habe gerade schon ein paar Pakete bei Nachbarn abgeholt. Habe aber nicht alles bekommen, deswegen muss ich da auch gleich nochmal anklingeln. Ja, aber jetzt fahre ich erstmal zurück und schneide meinen Vlog. So, ich habe jetzt gerade meinen Vlog geschnitten. Jetzt müsste Laura gleich kommen, die verbringt jetzt ein bisschen Zeit mit mir, worüber ich mich freue. Und was ich euch noch gar nicht erzählt habe, Leute, das war so schlimm. So schlimm. Passt auf, ich habe meine Fenster fast immer auf Kippe. Das habe ich früher nie gemacht, weil ich Angst hatte, dass die Katzen irgendwie da drauf springen und sich irgendwie einklemmen oder sonst irgendwas. So, dann habe ich das aber mal ausprobiert und so, und die Katzen haben da halt null Interesse dran. Zum Beispiel hier am Schlafzimmerfenster seht ihr ja, dass die rein theoretisch, wenn die hier auf der Fensterbank sind, hier ihre Pfoten reinstecken können oder hier hochspringen können oder sonst irgendwas. Aber wenn überhaupt, sitzen die hier auf der Fensterbank oder darunter und es ist noch nie was gewesen. So in Jahren jetzt nicht, also auch oben nicht in der Wohnung. Und dann habe ich das halt immer Schritt für Schritt ausprobiert. Und habe dann halt einfach gemerkt, okay, ich kann die Fenster auflassen, also auf Kipp. Und selbst wenn, der Balkon ist abgesichert. Aber es ist noch nie, haben die irgendwie Interesse oder sonst irgendwas gezeigt. Keine Ahnung. So, und gestern Nacht, als wir dann im Bett lagen und geschlafen haben, habe ich dann so ein Geräusch gehört. Ich werde ja richtig schnell wach, ne? Und das hat sich so angehört, als würden die Katzen wieder irgendwas fangen. Irgendwie so eine Motte oder keine Ahnung was. So. Und ich hatte auch im Badezimmer das Fenster auf. Und mein Badezimmerfenster geht ja so wie das Schlafzimmer und das Küchenfenster zum Balkon raus. Ich zeige euch das jetzt mal. Okay, und dann ist was richtig Herbes passiert. Und zwar, das Fenster hatte ich auf. Das Badezimmerfenster. Kannst du mal das fokussieren? So, und da oben, also das ist echt hoch, ich komme da halt auch nur dran, wenn ich mich hier irgendwo auf die Badewanne stelle, ist Nala wohl draufgesprungen beim Fangen von weiß ich nicht was und war dann draußen auf dem Balkon. Ich habe das halt gehört und bin direkt rausgerannt und hatte halt voll Schiss, dass sie sich wehgetan hat oder sonst irgendwas. Und dann war ich auf dem Balkon und wir hatten hier die Schlafzimmertür zu, weil wir geschlafen haben. Und sie saß dann, haltet euch fest, da oben auf der Tür. Ich weiß nicht, ob sie von draußen von der Fensterbank da hochgesprungen ist. Ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben soll, weiß ich nicht. Und ist dann ins Schlafzimmer rein und saß da. Und keine Ahnung was. Ey, das war so gruselig, Leute. Ihr ist nichts passiert, ihr geht super gut. Sie war auch nicht verängstigt oder so. Aber ich. Das war die Hölle. Und jetzt habe ich halt nur das auf, weil die Tür hier gerade zu war. Aber Badezimmer zu, Badezimmerfenster zu, Küchenfenster zu. Habt ihr da Erfahrung mit? Beziehungsweise wisst ihr, wie man irgendwie, was man machen kann, damit sowas nicht passiert? Also ich meine, ihr ist nichts passiert. Und sie ist ja dann sogar freiwillig noch, statt auf dem Balkon einfach zu bleiben, wo ihr nichts passiert, ist sie ja das andere Fenster noch hochgesprungen. Ich habe richtig Angst gehabt. Und ich habe das Gefühl, in der neuen Wohnung werde ich nicht ein Fenster öffnen, wegen den Katzen. Vor allem haben wir dann ja auch so Dachfenster. Und die werde ich auf gar keinen Fall öffnen. Nur, das Einzige, was ich öffnen werde, glaube ich, ist die Tür im Gästezimmer. Also, ja, weil da geht's halt zum Balkon raus und da will ich das Katzennetz anbringen. Ich weiß auch nicht. Was sagst du dazu? Hm? Bibi? Ja. Das war richtig gruselig. Gott sei Dank ist ihr nichts passiert. Ja. So, ich würde sagen, ich und mein Müll, wir sind am Start. Hallo! Ja, dann schmeißen wir es jetzt alles mal in den Aufzug. Woll? Yes. So, wir sind jetzt in der Wohnung und mein Tuch ist angekommen. Ich habe mir ein Tuch bestellt, damit ich diese Wand verschönern kann. Das stinkt herbe, ne? Das ist von Amazon, falls jemand fragt. Und es ist ein Traumfänger drauf. Und das machen wir jetzt da dran. Vielleicht sollten wir erstmal die Lichterkette dran machen, richtig? Well. Ich dachte, das ist so. Nee, ich habe die nur drüber geworfen, um zu gucken, ob es passt. So, Leute, ich habe das jetzt fertig gemacht. Das ist die Wand mit einem Traumfänger.
Das Problem ist nur, ihr seht, links und rechts ist ein Stück frei. Problem war, es gab nichts genau in der Größe und größer auch nicht, so dass man es hätte überlappen können. Und das war schon das, was so am nächsten rangekommen ist. Und guck mal, wenn ich es so mache, sieht's cool aus. Ich würde euch jetzt gerne die Lichterkette anmachen, aber ich habe gerade keine Ahnung, wo hier eine Steckdose ist. Ich überlege, ob ich vielleicht noch so einen Rahmen quasi drum mache, also einfach so schwarze oder weiße Bretter, dass es aussieht wie ein großes Bild, was eingerahmt ist, dass man dann auch nicht mehr die Lichterkette sieht. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Naja, das habe ich jetzt auf jeden Fall gemacht. Laura ist jetzt gerade gegangen. Und was ich ebenfalls abgeholt habe, hier sind übrigens meine ganzen Müllsäcke, da sind meine Klamotten drin. Ich habe euch doch gesagt, dass wir da die Glasplatten drauf machen. Die habe ich abgeholt. 3 Stück. Die kommen dann da später drauf. Oh, ich stelle mal den Stuhl davor, nicht, dass die noch umfallen. Ja, und jetzt gehe ich, glaube ich, hoch und baue schon mal ein paar Regale zusammen. So, herzlich willkommen im Ankleidezimmer. Wir haben ganz viele Wandhaken geholt und Bretter, weil wir uns ja hier unseren eigenen begehbaren Kleiderschrank bauen wollen. Beziehungsweise Ankleidezimmer. Dann haben wir hier schon Kleiderstangen. Das werden wir alles noch machen. Und hier schon ein schwarzes oder dunkelschwarz, nee, wie heißt die Farbe? Schwarzbraunes Kallax-Regal. Davon haben wir jetzt 2 nochmal geholt. Oh Gott, ey, so Pillestufen und ich kann nicht mehr. Die baue ich jetzt auf, glaube ich. Ja. Ja, ich habe noch gut eine Stunde, bis Fabio kommt. Werde ich machen. Ready! Also, 1 war da. 2 habe ich aufgebaut und wir haben jetzt so eine Arbeitsplatte erstmal da drauf liegen. Die bleibt wahrscheinlich auch da, weil dann können wir trotzdem über der Heizung und so Stauraum haben. Ich bin richtig kaputt gerade. Ja, und da sind die ganzen Bretter, die wir gekauft haben mit Häkchen. Die kommen an die Wände. Genau. Oh Gott, ich muss erst mal was trinken. Das war anstrengend. Vor allem, weil ich krieg das Fenster nicht auf. Diese Arbeitsplatte so schwer ist. Hallo. So, eine Sache werde ich jetzt noch aufbauen. Und zwar im Schlafzimmer. Da steht ja weitestgehend schon alles. Und da steht eine Kommode. Beziehungsweise ein Nachttisch. Und der, aber wir hätten gern 2 weiße, damit das zum Rest passt. Nicht wundern, hier fehlt noch eine Schublade, die liegt unten. Deswegen kommt der woanders hin. Und ich baue jetzt noch einen weißen. So, fertig. Den habe ich jetzt aufgebaut. Und kann mir mal jemand verraten, warum so ein kleines Ding wesentlich aufwendiger ist als so ein Kallax-Regal oder sonst was. Furchtbar. Gott im Himmel. Leute. Geil oder geil? Ich habe das Bett jetzt gemacht. Schön. Oh, ich freue mich. Wir werden aber heute noch nicht hier drin schlafen, weil ich morgen früh in meiner alten Wohnung sein muss, weil ich dann noch was mit meiner Vermieterin kläre. Und weil ich die Katzen nicht alleine lassen will. Ich kann die aber noch nicht hier hinholen, weil es ist das absolute Chaos. Das wäre, oh Gott, das wäre die Hölle für die Katzen. Nee. Deswegen, wir schlafen heute nochmal zu Hause und dann entweder morgen hier? Wahrscheinlich schon morgen hier. Doch ja, wahrscheinlich schon. Ja. Oder? Ja, wenn es passt. Und dein CD-Ständer da noch hin? Wenn es passt, müssen wir mal gucken. Wenn wir morgen oben fertig sind, machen wir hier die DV-Bank hin. Was haben wir denn gerade gemacht? Zeigen. Ja, okay, ich zeige euch das noch schnell, was wir gemacht haben. Und den Rest machen wir morgen. Morgen, morgen, morgen. Weil jetzt ist es schon spät, es ist schon 11:30. Und wir müssen früh raus. Also, die Lampe hängt da gerade zwar unten. Aber egal, wir haben hier schon Kleiderstangen, ein Regalbrett. Das habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Und Kleiderstangen. Yo. That's it for now. So, und jetzt gehen wir, gell? Fabio? Was du? Ich muss auch noch gucken. Mhm. Ich habe hier irgendwie das Gefühl, ich mache keine Meter. Ich so. Gehen wir? Yep. Gut. Ich weiß auch nicht, wie wir Fernsehkabel ins Gästezimmer bekommen, ne? Damit die Gäste halt bei uns Fernsehen gucken können. Fernsehen. Die können Fire TV gucken. Ja, wir können da höchstens halt ein Amazon Fire TV. Ja, reicht doch. Und wenn die richtiges Fernsehen gucken wollen, dann eventuell hier, wenn wir hier ein Kabel hinlegen. Wenn. Wenn.
Aber kein Mensch guckt Fernsehen heute noch. Also wir zumindest nicht und unsere Gäste dürfen nicht. Ja, aber dann reicht es doch, wenn man einen Fernseher hat, der Fernseher hat. Oder? Also ich finde schon. Hast du mal hier drüber nochmal nachgedacht? Ja, ich finde, wir können was unter das Bild stellen. Unter das Bild, ne? Ja, ist aber schon halt okay. Ja, schon Bild, schmal. So ja, ich meine, das Sofa könnte noch ein Stück weiter nach hier, wäre auch okay. Wird es ja auch, oder? Weil wenn der Platz da wieder... Ja, wahrscheinlich. Dann aber schon was Schmales, ja. Ja. Noch nicht so allzu groß. Ja. Gut, dann haben wir das nämlich auch geregelt. Dann haben wir wieder einen Stauraum. Da haben wir 1 Million Stauräume. Ja, aber nicht für Klamotten. Ja, das müssen wir halt schauen. Und wenn nicht, wir haben immer noch die Malen, die wir nicht alle voll kriegen. Ja. Außer du mit deinem Zeug. Also, ich sag jetzt schon mal bis morgen. Wir fahren jetzt nach Hause und gehen schlafen. Ja. Tschüss. Ah, das Glas. Ja, da steht's. Boah, cool. Freust du dich? Ja. Bitteschön. Dankeschön. Tschüss. Wollen wir das hier machen? Okay.